Und ansonsten, nö, haben die alle keine Lust. Arbeitsfaul, würde ich mal sagen. Und ihr seid mutig, ne? Na, Hauptsache, ihr stolpert da nicht versehentlich rein. Ich habe keinen Bock, gleich festzustellen, wir haben 10 Zwerge weniger, weil ihr versehentlich in den Magma getreten seid. Das wäre halt schon ungünstig, würde ich mal sagen. So, ablaufen tut hier nichts mehr. Lassen wir den Abfluss jetzt diesmal offen, um zu gucken, ob das dann vielleicht besser funktioniert. Dann lassen wir die Zisterne, also die Brücke hier unten auch auf. Dann kann ja das, was wir hier reinfließen, direkt unten wieder abfließen und es wird direkt wieder hochgeworfen. Also dann wirklich ein Kreislauf. Da setzen wir was auflassen. Keiner der Besucher wird so doof sein und da hinlaufen. Warum auch? Dann lassen wir die Zisterne auch auf. Dann brauchen wir nachher, wie gesagt, nur Magma Trap Floodgate aktivieren. Und dann wird der Kreislauf sozusagen durch das Öffnen von den Floodgates einfach geschlossen. Läuft das hier unten rum, kommt direkt an die Pumpe, es pumpt wieder hoch, das läuft so lange im Kreis. Sollte auch dann sauber abfließen. Dann läuft es auch nicht mehr über, wie hier und hier hinten vorhin. Das kann ja nicht mehr passieren, weil es direkt nach unten abfließen kann. Dann sind die Dinger an der Seite halt unnötig gewesen. Aber es war ja zuerst auch ein bisschen anders geplant, ne? Aber nichts ist so beständig wie die Änderung. So, und hier bleibe ich jetzt weiterhin am Überlegen. Ich sollte die Zeit aber weiterlaufen lassen, während ich überlege, weil ich gerade nicht weiß, ob ich da jetzt reinhauen soll oder nicht. Auf der einen Seite möchte ich das da jetzt unglaublich gerne mal schnell wieder befrieden, damit die Gäste nicht, was weiß ich nicht, wo rumlaufen. Ich traue denen nämlich nicht. Auf der anderen Seite ist halt einfach die Angst zu groß, dass wir kläglich sterben werden, wenn wir hier das öffnen. Weil da sagen wir mal, sind nicht alle böse da drinnen, ne? Ein paar davon sind unsere Gäste. Machen wir das einfach? Ziehen wir das durch? Wir haben ein gutes Militär. Und unser, also jetzt der dritte Trupp nicht, der ist gerade erst ausgehoben worden. Aber die ersten beiden Trupps sind super. Kriegen sie noch ein bisschen Kampferfahrung? Das skillt ja ein bisschen schneller. Ich bin so unschlüssig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich will das eigentlich befriedet haben. So, jetzt packen wir erstmal die beiden Trupps dahin. Vielleicht auch ohne Ari, weil Ari dreht nach. Guck mal, da kommen direkt noch drei Soldaten von unten hoch, die gerade noch einen anderen Auftrag hatten. Die freuen sich alle schon darauf. Die wissen, was passiert, wenn sie da jetzt hin dürfen. Also, wir öffnen das und befrieden die ganzen Untoten. Natürlich. So. Nicht Brücke Käfige, sondern Birch Tavern. Oh Gott, drückt mir die Daumen. So, bitte lauft da nicht rein, sondern lasst die bitte rauskommen. Dann kommen wir wenigstens einzeln. Die werden gleich sofort reinstürmen, wollen wir wetten. Unsere Zwerge sind immer ein bisschen selbstmörderisch veranlagt, das wissen wir ja. Kommt mal bitte einer? Ah, da kommt er gerade. Oh, ihr will ziehen. Hätte ja auch einer von euch machen können. Ihr seid ja da. So, Brücke runter. Von euch läuft schon mal keiner los, weil die Tür noch zu ist. Ihr seht das gar nicht. So, da kommt einer raus, der ist nett. Der darf gehen. Jetzt bekommen sie mit, da kommt ein Elf, ein Feind, ein untoter Elf. Den hauen sie direkt. Den Goblin lassen sie gehen. Die anderen Untoten auch. Da seid ihr gerade unschlüssig. Bei denen an der Tür auch. Okay. SAM. Theoretisch, wir lassen euch jetzt alle hier rein. Beide Trupps einmal hier rein.
Die einen mit stumpfen Prügeln, die anderen mit scharfen Äxten. Ich weiß nicht, was cool ist, aber die einen Gäste freuen sich anscheinend, dass sie endlich gehen dürfen. Die denken sich, yeah, endlich. Feierabend, kein Bock mehr. Seit 2 Monaten kämpfen wir gegen irgendwelche Untoten. So, ich sehe jetzt nichts, weil das Miasma gerade kommt. Sehr ungünstiger Zeitpunkt, da reinzulaufen, wenn man nichts mehr sieht. So, ach, ich wollte ja eigentlich, wenn ich das mache, eine Wette abschließen, wie viele Zwerge wir verlieren. Verdammt. So, geht mal ins Miasma rein. Nein, der eine ist jetzt in einer Trance gefangen, verdammt. Könnt ihr bitte... Jetzt kommen alle Zwerge hier rein. Ihr sollt den Scheiß nicht wegräumen. Alle Zwerge erstmal alle ab. Und die kommen jetzt alle die Knochen und so weiter wegräumen. Ihr Vollidioten, da drin wird noch gekämpft, glaube ich. Ihr könnt doch nicht einfach dann da reinlaufen, wenn dir noch nicht mal klar ist, ob das hier jetzt... klar ist, jetzt ist natürlich alles wieder suspended, weil ich allein, aber ihr könnt da doch nicht einfach reinlaufen. Keine Knochen wegräumen. Nein, natürlich jetzt noch keine Knochen wegräumen, verdammt. Ich will erstmal wissen, ob da jetzt noch was lebt. Oder irgendwas Untotes rumläuft. Sieht aber nicht so aus, ne? So, der eine Captain hat das letzte Mal gekämpft am 19. Opal. Jetzt ist der 19. Opal. I was attacked. I'm not uneasy. Was hast du jetzt für ein Problem? This is my fight. Ja, human up, left upper arm misses. Wo bist du denn jetzt? Kämpfst du jetzt noch oder stellst einfach nur fest, dass sich irgendein Arm angegriffen hat und du das doof fandest? Ich bin gerade sehr unschlüssig, was da jetzt noch los ist. Mace Lord ist... Ja, steht auf. Mace Lord is already dead. I'm not feeling sad right now. Ja, ist ja in Ordnung. Warum jetzt meiner? Du bist einer, der da reingelaufen ist, ne? Genau, deswegen machst du jetzt... Jetzt läufst du da hinten rum. 109, wir haben keinen Zwerg verloren. Immer noch 149. Das heißt, hier ist jetzt Ruhe? S-A-O-B-O? Ihr habt jetzt Feierabend? Ich gehe mal davon aus, dass sie haben es jetzt wirklich geschafft. Jetzt kommen auch direkt die Leute und räumen auf. Hier sind noch ein paar Untote oder Gäste. Ich weiß nicht, ob es jetzt Gäste sind oder Untote, die übrig geblieben sind. Es ist egal, aber es wird nicht mehr gekämpft. Dungeon Master ist fighting. Oh Gott! Warum kämpfst du? Lichard Commander. Irgendwas? Warum? Gegen wen? Kämpft ihr jetzt oder seid ihr nur einfach nur verwirrt? Schickt da gerade mal eine Zwerge rein. Aber dann wäre ja schon welche tot, wenn da irgendwas Böses drin wäre. Die wahrscheinlich einfach nur traumatisiert oder sowas. So, genau, das Problem. Die waren auf dem Weg gerade, als ich es suspended habe. Dasselbe, glaube ich, auch hier oben bei der Brücke. Wobei ich die, glaube ich, gar nicht auftragen muss, weil da das Problem ist, solange da Magma drauf liegt, werden sie, glaube ich, da auch nichts bauen. Aber ich kann die eine Rampe hier noch jetzt noch hinsetzen. Dann haben wir das hier nämlich fertig. Das Eisen. Perfekt. Und jetzt wäre halt die Frage. Ne, das passt jetzt hier, oder? Gerade ein bisschen eng dort, weil alle gerade aufräumen wollen, aber in der Theorie. So, ihr habt gerade angefangen wieder zu trainieren. Und dann gucken wir gleich einfach nochmal, was dann da los ist. So, in dem Fall
Ist hier aber immer noch nichts passiert? Hm. Seltsam, seltsam. Das haben sie jetzt. Und dann müssen sie doch jetzt... Genau. Aber auch wieder nur zwei. Aber ganz viel Kohle finden sie hier. Eigentlich sollen sie wegen Chert hier gucken, aber Kohle ist auch in Ordnung. Können auch nachher Kohle rausholen. Ist irgendwas an meinem Spiel hier gerade total buggy? Oder immer noch buggy? Wie gesagt, ich habe das Problem mit den Kisten, die nicht genutzt werden. Ich habe das Problem, dass anscheinend die neuen Miner nicht minern. Ich habe das Problem, dass unser einer Untote nicht stirbt. Das nächste Problem ist, dass unser Arzt jetzt verletzt da rumliegt, weil er seine Strafe anscheinend gekriegt. Gut, wie gesagt, das mit den Untoten, damit komme ich klar. Dann haben wir halt das Problem mit dem fehlenden König und sowas. Also irgendwie finde ich, ist mein Spiel, ist dieser Spielstand total buggy. Aber die Festung total cool, deswegen ist das egal. So, der letzte Adamantium-Erz liegt da rum, ne? Und warum schlägst du Stoff durch die Gegend? Aber bestimmt fürs Krankenhaus, ne? Neue Verbände. So, und ganz viele Gäste sind wieder in der Taverne und gut, unsere Zwerge werden sich nachher auch wieder alle komplett in der Taverne aufhalten, die stehen da ja voll drauf. Wir räumen jetzt nur aus dem Nachbarzimmer erstmal alle Käfige hier wieder rein, wo ein Platz ist, weil das ist ja eigentlich für leere Käfige, ich weiß nicht, warum da so viele volle auch drin stehen, dürfte auch nicht sein. Aber das Spiel mag mich nicht, die Pilze wachsen. Was wächst denn da unten? Dimpelkapp und hier sind auch nochmal Plump-Helmets, ne? Vielleicht zum falschen Zeitpunkt geguckt bei den Samen, weil halt Plump Helmets war gerade Saison. Und die haben halt 50 eingesetzt. Ist trotzdem viel zu wenig gewesen. Viel zu wenig Samen, die wir haben. Dass wir nachher aufgrund dessen irgendwelche Probleme kriegen. Bei Festung geht es ja sonst so super. So, aber hier unten ist bald frei. Die Rampe steht. Und wie gesagt, das hier müssten wir, glaube ich, dann machen, wenn die Magma weg ist. Aber ist nicht mehr viel. 2, 4, 6, 8. 8 Fitzelchen Magma sind noch da. Ich glaube, das Gefühl, also gefühlt geht es jetzt auch schneller, obwohl, weil es hier offen war. Oder, wie gesagt, es kann eine Einbildung sein. Vielleicht dauern auch die letzten 8 Tropfen jetzt, bis der letzte weg ist, auch wieder 2 Monate. Ich weiß es nicht. Es kann ewig dauern oder auch nicht. So, die Katzen adoptieren wieder irgendwelche Zwerge. Ist aber nicht schlimm. So, das müsste man theoretisch... Achso, ja, das verbrennt ja eh nicht. Ja, irgendwann müssten die da unten mal wieder anlaufen. Ah, ich wollte nochmal hier nach der Magma gucken. Die ist wieder komplett auf 7. Also es ist wirklich, dieser Magmasee ist eine unendliche Magmaquelle. Wusste ich bisher halt auch nicht, dass es das gibt in Dwarfortress. Ich habe immer gedacht, sowas hat, alles hat, ist irgendwie endlich. Aber zumindest das nicht. Oh nein, ein Geist. Ach, das ist der, ach, den haben wir verbrannt. Ja. Das ist der eine arme Geist, der unfreiwillig das Problem hatte, dort zu sein, als wir unsere Gäste bespaßt haben. Ich glaube, das ist ein Raum, den machen wir komplett frei. Da gibt es keine Gänge nachher zwischen, wie bei den Särgen. Das sind halt auch nur Gedenktafeln. Da kann man auch vorbeigehen. Also sonst müsste ich die Reihe noch wegmachen und hätte ich noch weniger Platz als vorher, weil ich das hier auch nicht nutzen kann. Ich mache es einfach komplett voll und das hier nachher auch noch mit Gedenktafeln. Wir brauchen einfach zu viele davon. So,
noch mehr Zwerge. Jetzt haben wir 150. So ist eine schöne Zahl. Jetzt haben wir so viele Zwerge, wie wir vor ein paar Monaten verloren haben. Noch 50 und wir sind wieder beim alten Stand, ne? So, hatten wir dieses Quartal die Migrantenwelle schon? Ich glaube ja. Also wir müssen aufs nächste Quartal warten. Was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja mehr als genug Möglichkeiten, hier am Leben zu bleiben. Da kann uns keiner was. Unaufhaltsam sind wir hier. Und ich bin ja immer noch so vermessen, es als ewige Festung zu benennen, auch wenn sie gerade mal 21 Jahre lebt. Wobei wir jetzt bald ins 22. Jahr gehen, ne? Ich hab doch mal geguckt, 65 sind wir hier angekommen. Im Jahr 1065 sind wir hier gestartet. Ich glaube, ich hab den Monat vergessen. 9. oder 10. Monat. Also von diesem, also seit über 21 Jahren sind wir hier. Und haben seitdem wirklich eine Menge Mist mitgemacht, ne? Und unsere Gäste jetzt auch. Das war die Strafe dafür, dass die uns sonst immer geärgert haben. Ja, normalerweise drehen die Totenbeschwörer da drinnen durch und es gibt eine Schlägerei und 150 Zwerge sterben. Diesmal haben die Zwerge dafür gesorgt, dass ein paar von den Gästen sterben. Ohne dass die wissen, dass wir es waren, ne? Die kamen halt plötzlich Untote aus dem Nachbarraum. Da können wir nichts für, das wussten wir gar nicht. Es ist nicht so, dass die uns wochenlang dabei zugeguckt haben, wie wir die Käfigweiße da reingeschleppt haben. Total unauffällig. Es ist nur... Ja gut, das Aufräumen wird halt ewig und drei Tage dauern, ne? Wir haben keinen Platz für die ganze Knochen. Ich glaube, da muss ich mal... Also ich mache das nicht nochmal wie letztes Mal, wo ich das ja mit dem D-Effekt nachher alles zweimal weggeschmissen habe. Ich werde das aber nicht nochmal im Stream machen, glaube ich. Ich werde irgendwann nochmal aufräumen. Ne, das ist hier alles dumpen und dann weg damit.